Ja, und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Heute machen wir noch ein paar kleinere Aufträge. Also sprich diese NCPD-Aufträge, weil hier sind sehr viele auf einem Fleck. Und auch die zwei Aufträge hier könnten wir alle machen. Denn ich habe jetzt einen Plan. Wir werden Phantom Liberty mit der 200. Folge anfangen. Und das geht nicht mehr so lange. Weil dann hat das doch einen guten... Soll ich sagen? Oh shit. Einen guten Zweck und einen guten Standpunkt. Und dann habe ich vielleicht auch eine andere Grafikkarte. Weil ich bin eigentlich am Schauen, dass ich eine 4090er Grafikkarte kaufen kann. Weil es doch manchmal ein bisschen so, naja, ist. Vom Spiel her. Mit den FPS und... Die Grafikeinstellung runterstellen möchte ich eigentlich ungern. Daher mal schauen, wie es dann aussieht. Bis dahin haben wir eben noch ein bisschen Zeit. Also habe ich noch ein bisschen Zeit, um meinen PC noch ein bisschen aufzurüsten. Und dann wirklich bereit zu sein, um das Phantom Liberty DLC in aller Gänze zu genießen. Oh, das war der Koch. Naja, schade um ihn. Aber... Gibt es jetzt hier nichts zum Looten, was wichtig wäre? So, was uns sagt, warum wir hier sind? Oder habe ich übersehen? Und aus Versehen eingesammelt? Kann gut sein, dass das der Fall ist. Hier gibt's bloß Müll. Lass mal kurz schauen. Ja gut, hier was zu finden. Was man sagen würde, warum wir hier sind, ist ein bisschen schwierig. Und da war es gar nicht das. Auf der Minimap ist ja noch was markiert, wahrscheinlich war es gar nicht das. Und ich hab's bloß gedacht. Ja, du auch.
Oh shit, wo bin ich hier reingeraten? Es sind ja unglaublich viele Leute hier. Ich nehme mal kurz den Revolver zur Hand. Ernsthaft? Waren das alle? Ich glaube, das waren alle. Einfach hier einen Markt übernehmen. What? 5555? Okay, 2x5555? Why not? Easy money. Für gar keinen Aufwand. Hätte das auch ganz anders hier lösen können. Aber ja, brauchen wir ja nicht unbedingt.
wieder schön viele Waffen, die wir nachher gleich verkaufen können. Achtung. Unser Informant vom Markt in Little China meint, dass sich irgendwas zusammenbraut. Die Standbesitzer glauben, dass sie ohne unseren Schutz auskommen und wollen die Dinge in ihre eigene Hände nehmen. Wir müssen ihnen erklären, warum sie damit falsch liegen, sie ein bisschen zurechtstutzen. Offensichtlich war das der Plan der Tiger Claws hier. Ein Geldsplitter, auch nice. Und alle Leute, die wahrscheinlich hier tot sind, sind eigentlich Stadtbesitzer. Ein Hinweis. Die Tigers sollten morgen kommen, um ihr Schutzgeld einzubetreiben. Offenbar wird dieser Wichser Mokomichi selbst dabei sein. Jeder, und damit meine ich jeder einzelne Stand, soll sich schwer bewaffnen. Ich werde ihre Aufmerksamkeit auf mich ziehen, dann umzingelt ihr sie. Wir sind in der Überzahl und haben das Überraschungsmoment auf unserer Seite. Dann werden wir ja sehen, wie scharf ihre Klauen wirklich sind. Ja, so scharf, dass ihr das leider nicht überlebt. I'm sorry. Ich habe hier drüben noch was gesehen. Ein Backpack, okay. Tiger Claws. Dann hätten wir das erledigt. Gehen wir gleich weiter zu den nächsten zwei Punkten. Können wir das Auto hier nehmen? Yes. Das Auto hier müsste ich auch mal noch kaufen. Das ist so ein bisschen was von einem Ford Mustang-Verschnitt. Was ziemlich cool aussieht. Und sich auch gut anhört. Ich glaube, hier unten links soll noch was sein, da. Genau. Lass ich mal hier kurz stehen. Schon. Oh, sorry, das wollte ich nicht. Ich dachte, du wärst ein Böse. Gibt's wieder was zum Hacken? Nehmen wir doch gerne mit. Perfekt.
Gespräch zwischen Moore und Quincy. Unser neuer Mann ist im Medcenter, knickt ein. Er sagt noch ein Ding, dann ist er raus. Kriegt kalte Füße. Nicht gut. Wir könnten mehr Druck machen. Vielleicht ändert er seine Meinung. Nein, den können wir nicht mehr gebrauchen. Wenn er jetzt schon die Hosen voll hat, können wir ihm nicht vertrauen. Wenn ihn irgendwer in die Mangel nimmt, bitte reden. Schnapp ihn dir und beseitige ihn. Bloß keine Spuren hinterlassen, die zu uns führen könnten. Alles klar. Ich glaube, wir haben ja schon mal ganz am Anfang früher mitbekommen, dass irgendwas im NCPD Med Center falsch läuft. Oder shady ist. Und das hängt dann wohl auch damit zusammen. Noch ein Gespräch zwischen Kyle und Moore. Hab den Kram, den du bestellt hast. Gleiche Preise wie immer, keine Rabatte. Komm nach meiner Schicht vorbei und warte bei der Hintertür. Okay, danke. Das ist das letzte Mal. Mein Boss riecht den Braten. Scheiße, was ist passiert? Ich klaue den Kram immer von Patienten, ersetze die Medikamente durch Glucose. Und ich habe unbenutztes Chrom von Koma-Patienten genommen. Die haben das Zeug doch eh nicht mehr gebraucht. Immer mehr davon ging es dann schlechter. Ein paar sind verreckt. Der Geruch fällt halt auf. Du verstehst schon. Wenn ich das Problem nicht beseitige, kommt man mir irgendwann dahinter. Okay, okay. Naja, schade. Aber gut, sowas passiert. Ah, schönes Motorrad. Das ich leider gerade zerstört habe. Das war's damit. Dann geht's wieder weiter. Zum nächsten. No, ich soll das echt mal umbelegen. Ich drücke immer B beim Gamepad für die Handbremse. So, wenn es das schon war, dann ist es lächerlich. Behandlungsplan. Am effektivsten für Muskelwachstum ist Muscle Bustle, würde ich sagen. Funktioniert 100%, hat aber eine ganze Menge Nebenwirkungen. Leber, Zierhose, hoher Blutdruck, geringe Libido, Erektionsstörungen und gelegentliche Wutanfälle. Das Mittel wird alle 6 Stunden intramuskulär angewendet. Ruf mich an, falls du Interesse hast. Vom Gläubiger. Hey, kannst du noch einen Schum einen Besuch abstatten, der meint, seine Schulden nicht zurückzahlen zu müssen? Gib ihm erst ordentlich eins aufs Maul. Und wenn er dann nicht klein beigibt, nimm einfach alles mit, was nicht festgenagelt ist. Du kriegst 10% von allem, was du tragen kannst. Auch sehr schön hier. Ja.
Diese NCPD-Aufträge gehen mittlerweile ziemlich schnell über die Runde. Machen wir noch kurz. So schnell geht's. Was macht ihr hier? Na, die Polizei haben wir wieder am Arsch. Aber ich glaube, die sollte gleich weg sein wieder. Yes. Gespräch zwischen Gakuto und Shoki. Wie geht's? Alles verkauft? Yep. Alter, wir sind so reich, dass mir die ganzen Eddies schon die Arterien verstopfen. Kein Scoop und pissverseuchte Sofas mehr. Nein, die gehört uns und wir werden die Stadt ficken, bis sie nicht mehr stehen kann. Ich besorge mehr Zeug zum Verticken, sagt deinen idiotischen Kunden, sie sollen schon mal Geld holen. Klar, Mann! Okay. Ich würde sagen, das war's dann erstmal mit dieser Folge von Cyberpunk 2077. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues? Sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else. Welcome to the next generation of open-world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077.
Samurai. We have a city to burn.